Unser Schulzimmer. Unser Schulzimmer hat zwei Türen. Du bist nicht mehr zu Hause? Und in der Schule? Wieso? Ist doch nicht wahr. Wieso? Ich halte nicht vor. Das heißt, die Sozialschweizer Verkehrte im Allgemeinen. Ich kann ja auch nichts dafür. Egal, ich muss jetzt hier reinmachen, ich habe mir das so eingeschaltet. Wenn ich mir das mal so eingeschaltet habe, dann muss ich mich dran halten. Sonst komme ich nicht durch mit der Arbeit. Hast du was gesagt? Nein, machen wir weiter. Na, muss ich auch. Diesem Haus zieht sich ja kein Mensch die Schuhe aus. Erlaube. Ja, du hast die Ausnahme. Was muss das, wenn wieder ein hohes Schulkinder ankommt, den du Nachhilfeunterricht erteilst? Was überhaupt? Kannst du ja nicht recht. Bei dem traurigen Gehalt wird dir als Schullehrer zahlen doch freiwillig und umsonst Nachhilfeunterricht erteilen. Eine Schande ist das. Ach, was ist? Ich bin endlich fertig mit der Arbeit da. Ich möchte den Scheiß nicht dauernd machen. Ach, du lieber Gott. Schon wieder das Jahr mit der Zigarre. Weil die eine Hälfte, sondern am Nachmittag die andere Hälfte. Wenn jeder sagt, wie sparsam ist doch unser Herr Lehrer. Mir imponiert es damit nicht in der Richtung. Ja, ein Mann, der sich mit 58 Jahren noch nicht mal eine Zigarre leisten kann, den finde ich höchstens traurig. Du wolltest doch weggehen. Du bist ins Kaufhaus. Wieso? Was soll ich nicht ins Kaufhaus? Du hast heute früh gesagt, du wolltest zum Ausverkauf. Mit meiner Rente. Dann mach doch nicht einen Ausverkauf. Ja, wenn man mir meine Hausarbeit zahlen würde. Ich wundere mich überhaupt, warum ich eine Stelle angenommen habe. Als Raumlehrer 3,50 pro Stunde. Ja, dann könnte ich ins Ausverkauf gehen. Und du könntest in deinem Dreck erschicken. Ach, du lieber Gott. Warum bin ich bloß kein Mann geworden? Ja, ganz ehrlich, da wärst du so wie Max, ne? Darüber brauchst du gar nicht zu lachen. Dann wäre ich nämlich die Macht und nicht wie du. Der imponiert mich. Ich habe auch was von deinem Leben. Hier seine Villa, die Dame seine Villa, jedes Jahr neue Wagen, auf Reisen in den besten Hotels und nie allein. Das imponiert mich. Ja, und nicht nur mir imponiert, auch anderen Leuten. Ja, die Leute reisen mich einfach zu ihm. Letzte Woche saßen wir wieder ein paar Karten aufgerichtet, groß wie eine Hauswand. Hier entstehen 240 Eigentumsluxuswohnungen. Der war der Bauherr, Max Bam. Und dass er dich nicht mitnimmt in seine Villa und dass er dir keine Pension mit 10 Zimmern einrichtet, das informiert ihr wohl auch. Und dass er überhaupt nichts von dir wissen will, obwohl er genauso dein Bruder ist wie ich. Jawohl, wenn du es nicht auch das informiert mir, weil er nämlich kein Mann ist, ein Kerl ist, ein Egoist ist. Und das informiert mir, weil ich ihn habe. Weil er viele Frau informiert, aber gar nicht informiert mehr ein Mensch wie du. Der seit 30 Jahren deinen Schulkram erledigt und immer noch die erste Klasse unterrichtet. Erste und zweite. Na ja, mein Ding macht die zweite. Und was wird mir das sein? Mein Gott, ich kann niemand rein lassen. Mensch, Joch! Was ist? Was ist gemacht? Und heute ausgerechnet. Ist ja nicht wahr. Ich aussehe, aber ja, Gott, ich hätte doch keine Warnung. Neuer, sauer Kaffee lasse ich. Ja, aber ich muss mal darin fahren sehen. Ich denke, den Rest und den Maxi. Ja, ich,
immer noch treu und resistent. Ja, natürlich. Wiedersehen, Mädchen. Ja, wiedersehen. Ja, aber jetzt nachdem du das mit dieser Liebesspiele aushältst, ich bin nicht erwartet. Du könntest dich ebenso vorzeitig ins Grab bringen wie dein Mann. Nein, 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 komm. Ja, das ist einfach, komm. Nein, ich habe das ja. Nein, ja, aber wir haben ihre guten Zeiten auch. Ja, so, wir haben die nicht bei dir. Du, Bruder, was ist? Was so der Grund meines Besuches, zu dem komme ich jetzt? Welche Jahre? Das kann es doch nicht sein. Warum, was ist denn? So. Ich bin fertig, erledigt, bleibe aus. Bis nicht. Ich kann dir helfen. Gut. Wann wirst du endlich das Leben kennen? Nein. Was wirst du nie? Na so. Was du besitzt, steht zu den Summen, die ich brauche, in gar keinem Verhältnis. Eins so unendlich. Schau an. Was willst du? Du bist, wie soll man sagen, ich fliehe, ich verschwinde. Ich setze mich ab bei Nacht und lebe. Ausland geht's auch nicht. Ja, und du kommst da nicht. Ich meine, nein, das ist, ja, das ist für immer. Aber keine Angst, ich hab schon was draußen. Nummern kommt heute. Zürich, Schweizer Bank, Freienhaus, in der Rippe, denn da lässt nämlich nicht. Zuschüsse sind eingegangen für die neuen Wohnungen. Luxuswohnungen, Luxuszuschüsse, die alles geht. Und wenn du ins Gefängnis kommst? Ja, sag, die wollten mich bringen, um mir alles abzunehmen. Das ist ihr sauberer Plan. Aber die Firma ist doch gesund. Die Firma ist gesund. Augenblickliche Flaute, ich habe flüssige Mittel, überzogene Kredite, das kommt doch vor. Aber was nutzen wir aus? Haben mich hineingeätzt, die Schweine. Alles elende Schweine. Bin ja auch nicht besser. Wozu erzähle ich dir das alles? Verstehst du doch nicht. Aber Max, hörst du? Sarah genacht auf dem Bahnhof, 21, beim Zug nach Paris, Schlafwagen Nummer 3 und bringt diesen Koffer mit. Geh durch den Schlafwagen, ich sitze im Abteil. Wenn du mich siehst, sprich mich nicht an, stell einfach das Körperchen ab. Tust du das? Du. Nicht Sorge. Weißt doch, dass du lieber mich verlassen kannst, ne? Komisch, was? Zwei Brüder und Zug verschieden. Lach mich nicht aus. Erinnere dich daran, was Vater immer gesagt hat. Lache nie über einen ehrlichen Menschen. Ich lach dich nicht aus. Früher habe ich es getan, jetzt nicht mehr. Sicherlich bist du klüger als wir alle zusammen in deinen Geldbergern. Du mit deinen Schulkindern hast Ruhe, Frieden, Freude. Du, ich werde auch nicht mehr allein sein, ohne Angelika zu mir. Weißt du, das kleine Mädchen des Schweiz, das dir Weihnachten geschrieben hat. Du, sie. Das ist alles, was ich habe. Gehst du schon? Sehr festlich wohl. Tja. Und stürzte ab. Er
Es fehlen eine Reihe von Büchern und Akten. Wir müssen versuchen, sie aufzufinden, bevor das Verfahren eröffnet wird. Deswegen unser Eindringen hier. Und wo ist er jetzt? Im Gerichtsmedizinischen Institut. Kann ich dahin, kann ich ihn sehen? Vielleicht morgen. Kommen Sie aufs Präsidium. Ich muss Sie ohnehin als einen einzigen Verwandten noch sprechen. Guten Tag. Ja, und wo waren wir stehen geblieben? Bei den Fahrabhebungen. Ja, also festgestellt, dass in den letzten Tagen... Quatsch! Was ist denn nun schon wieder los? Presse? Reisen Sie ran auf die Laufbahn des Presseapparats. Zum Eigen? Tut mir leid, ich wüsste selbst gar nicht mehr. An dieser Panzerabwehr wollen die sich wohl messen. Naja, die Presse braucht Schlagzeilen, aber nicht von uns. Also... Festgestellt, dass er in den letzten Tagen von seinen privaten Geschäftskonten 80.000 Mark abgehoben hat. Haben Sie eine Ahnung, wo dieses Geld geblieben sein könnte? Frage Sie. Es könnte ja sein, dass er Ihnen etwas zukommen lassen wollte vor seiner Abreise. Und? Hat er nicht zukommen lassen? Und hat er nie etwas zukommen lassen? Ja, aber bei Weihnachten vielleicht ein paar Zigarren für Mädchen und Stückchen sein ist ja nicht. Aber Geld? Nie. Nein, 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 das stimmt nicht. Er hat uns immer Geld angeboten, dann, weil wir etwas gebraucht hätten, meinte er. Na, du hast es ganz hübsch abgelehnt. Nein, lass nur mal. Behalt dein Geld. Wir brauchen es. Nun, gegen erhebliche Zuwendungen wäre nicht einzuwenden gewesen. Da bist du. Wir können Geld behalten. So haben wir es. Naja, 80.000 Mark in Bar können nicht spurlos vom Erdboden verschwinden. Und fragen Sie doch mal bei deinen Freunden nach. Machen Sie keine Witze. Sie haben einen Grund, es ja ernst zu nehmen. Es sind Unsinn, was hätte geschafft worden. Sie machen sich mit jeder Unwahrheit dabei, ich bin zu Betrug, Fälschung und Unterschlagung schuldig. Ich dachte mal, mein Bruder ist kein Betrüger. Woher wollen Sie das wissen? Weil ja, Geschäftsmann, nicht? Das kann einem jede Geschäftsmann passieren. Deshalb ist noch lange kein Betrüger. Naja, die Sache liegt doch etwas anderes. Ja, selbst Telefon gesagt, dass das gar nicht so hoch sei, das Defizit. Mein lieber Herr Banz, wir wissen, dass Sie mit den Unternehmungen Ihres Bruders nichts zu tun haben. Ich glaube, Sie können heute froh darüber sein. Ich will gar nicht froh über irgendetwas sein. Ich möchte nur... Bitte hören Sie nicht auf ihn, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ich habe aber ein Recht, das zu verlangen, denn schließlich sind wir die gesetzlichen Erben. Was hören Sie, Herr Banz? Jetzt werde ich wahnsinnig. Ich will nicht, dass an dem Namen Banz etwas Unehrenhaftes hängen bleibt. Und deshalb möchte ich gerne die Schulden übernehmen. Ja, ich habe noch ein kleines Haus von meinen Eltern auf dem Land. Eine traurige Baracke. Wenn der Nachtzug dran vorbeigeht, fallen die Fenster raus. Seid doch ruhig, lieber Herr Banz. Ich glaube, Sie waren sich von den Summen, um die es hier geht, nicht der richtige Vorstellung. Und was Sie dann sagen, übrigens, dass Sie die Erben sind. So gibt der Gesetzgeber ihm die Möglichkeit, die Erbschaft und somit auch die Haftung für die Verbindlichkeiten auszuschlagen. Einer vernünftig. Und dann noch etwas. Max hat doch ein Töchterchen in der Schweiz. Und da wollte ich fragen, ob ich mich da nicht, also ob ich nicht dafür sorge, dass den Unterhalt übernehmen könnte. Das bleibt Ihnen unbenommen. Ja. Ich glaube, das wäre alles für heute. Ich danke. Guten Tag. Guten Tag. Ein merkwürdiger Typ. Entweder der gerissenste Schlaukopf, der mir begegnet ist, oder einfach ein ehrlicher, anständiger Mensch. Hallo, ich habe mit allen Aufgaben gemacht. Er hat eine schöne Geschichte und jetzt haben wir wieder viel aufgehoben. Ja, ungefähr eine Stunde. Kann ich einen Apfel?
Schauen Sie ruhig, ich glaube, ich war sehr erfreulich, bis wir alle beteiligt sind. Ja, da können wir nachschauen.
nicht zu fassen. Ja, zwar höchstwahrscheinlich. Ja, sei mir ruhig, wa? Natürlich, das sind ja noch die Bankquittungen. Ich verstanden. Herr Banz, ja. Ist nur ein Glück, dass Ihnen das wieder eingefallen ist in Ihrem Koffer nicht. Na, dann würde ich eigentlich an meiner Schwester bedanken, wenn die nicht zu mir gesagt hätte, da oben, ich war, da wäre ich nicht aufgekommen. Ich habe mir das überleitet, Frau Schulz, ja? Ja, ja. Da oben hat er es gehabt. Die hätten nämlich gar nichts machen können, wenn Ihnen das nicht mehr einfallen wird. Es werden in dieser Sache sehr viele Leute überwacht. Und bei Ihnen haben wir die Überwachung aufgehoben. Ausgerechnet bei Ihnen. Was soll ich da nicht sagen? Er versteht nicht einmal. Nichts gegen Sie, lieber Herr Manzi. Man meine nur, eine kleine, Sie haben das gar nicht nötig. Und als Ihre Frau Schwester so machte, ja, da haben Sie nichts Einigeres zu tun, als den Koffer zu holen und uns anzurufen. Ja, also meine Herren, ich weiß schon, warum Sie lachen. Aber ich habe nur meine Pflicht getan, nicht? Und Pflicht und Ehrlichkeit ist keine Dummheit, über die man lachen kann. Über Dummheit wollen wir übrigens auch nicht lachen. Und ich möchte Sie jetzt nicht länger aufhalten, mein Herr. Ja, wenn Sie schon wieder eine Empfangsbestellung erfüllen, nicht? Wir sind nötig, können Sie mir schicken. Ja, die Privatsachen, da haben wir eigentlich kein Interesse daran, wenn Sie das oder jenes behalten wollten. Nein, danke. Ja, vielleicht die Fotos, es scheinen Familienbilder zu sein. Also dann nochmals herzlichen Dank, Herr Reis. Danke, Frau Schulz. Wie unbegreiflich uns das passieren konnte. Lachen, wenn jemand seine Pflicht getan hat. Ausgerechnet wir, Verführer eines Gesetzes. Max und Melchior. Angelika, Zürich, 568976. Ja, dann geh nur weiter, Kind. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin hier ganz allein. Wer ist sie? Ja, und die Mädchen. Ja. Dann gibt es 60, doch. Hast du eine gute Reise gehabt? Ja. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr ein Kind bekommt. Ich meine, dass du da bist. Und hast du irgendeinen Wunsch? Nein. Ah. Aber? Du wolltest mir doch den Vater erzählen. Ah, ja. Aber weißt du, dein Vater war ein wunderbarer Mensch. Wir waren zwar zwei ungleiche Brüder, wir hoffen, dass du es bei mir nach Liebe für mich gesorgt. Also für uns, für dich natürlich auch. Was die Leute erzählen, da darfst du nicht dran glauben. Tun die Tante. Aurelia, die ist ja nicht mehr da, deshalb habe ich so viel Platz hier. Die ist weg, das Geld war. Ich meine, dein Vater, der würde sich freuen, nicht mal, wenn sein Geld dafür ist. Ich meine, da möchtest du nicht, was du willst, noch einen Wunsch. Sag mal, warum kann ich eigentlich nicht immer bei dir bleiben, wenn ich im Zimmer dazu niemand wohnt? Immer? Bei mir? Aber ich bin das der ganze Tag in der Schule. Ja, aber ich gehe doch auch in die Schule. Ach so, ja. Ja, das ist... Ja, wenn ich sterbe kaum, dass dein Vater es was gegeben hätte.